Hamburg, der Rosenkrieg zwischen Patricia Blanco, 52, und ihrem Ex-Verlobten Andreas Ellermann, 58, geht in die nächste Runde. Nach 4 turbulenten Jahren gaben der TV-Millionär und das Reality-TV-Sternchen, Promis unter Palmen, im Mai ihre Trennung bekannt. Der großzügige Immobilienunternehmer überließ seiner Ex-Verlobten daraufhin sein 1,5 Millionen Anwesen am Stadtrand von Hamburg und zog selbst in ein 5-Sterne-Hotel. Doch nun gibt es ein Problem. Ellermann will sein schickes Haus zurück. Die Blanco-Tochter macht jedoch keine Anstalten, die 460 Quadratmeter Villa zu räumen. Patricia wohnt immer noch im Haus. Das kennen wir ja schon. Sie zieht nicht aus, sie wehrt sich mit Kochlöffeln, betonte der Entertainer in seiner Instagram-Story. Sein Angebot, dass er ihr für 5 Monate eine Wohnung bezahle, habe sie abgelehnt. Aus diesem Grund fährt Ellermann nun schärfere Geschütze auf. Wie er erklärte, habe er das Haus schon mal ein bisschen verkleinert. Es stehe inzwischen zum Verkauf. Der Millionär erobert sein Haus zurück. Allerdings gegen den Willen seiner Ex. In einer Nacht- und Nebelaktion ließ der 58-Jährige die Schlösser an seiner Villa austauschen, als sie nicht zu Hause war. Patricia beförderte er kurzerhand in den Dienstbotentrakt, wo auch sein Chauffeur schläft. So langsam bekomme ich mein Haus zurück. Der Hauptteil des Gebäudes ist wieder in meinem Besitz, freute er sich gegenüber der Bild-Zeitung. Blanco hingegen tobt vor Wut. Du sperrst mich hier ein. Das ist nicht mehr menschenwürdig, beschimpfte sie ihren Ex. Dabei bleiben ihr laut Ellermann noch 200 Quadratmeter zum Leben. Ob sich die beiden jemals einigen werden? Der Millionär hat sein Hotelzimmer laut Bild jedenfalls bis Ende September verlängert und überlegt sogar, ganz dort einzuziehen.